Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass einige das Thema gekaperte Revolution interessiert. Ich finde, dieses Thema hat man in den letzten Jahren nicht oft bearbeitet, aber vielleicht ist das Bewusstsein bei dem einen oder anderen noch gar nicht angekommen. Für mich fühlen sich so 30 Jahre seit Zusammenschluss oder, wie sagst du immer, Wilhelm, Annexion? Anschluss wäre doch der friedlichste. So an als wenn es gestern gewesen wäre. Ist immer komisch. Also ganz junge Leute, meine Tochter oder sowas, die kann sich das gar nicht vorstellen. Die konnte mit zwei deutschen Staaten in der Schule gar nichts anfangen, weil das ist einfach zu weit weg. Aber es wird in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, Monaten sehr, sehr wichtig, dass man die Inhalte dieses Vertrages kennt und Ausarbeitungen einiger Wissenschaftler. Denn Russland macht sich schon Gedanken, ob sie diesen Vertrag einseitig annullieren. Und dann würde sich auch juristisch einiges ändern, gerade für Deutschland, wenn das einige so belächeln. Gelebtes Recht, Gewohnheitsrecht, oder das ist ja so. Dann ist das halt nicht so. Zumindest vertrete ich die Meinung und ich bin nicht alleine. Und dann muss man schon mal drüber nachdenken, denn es hat ja auch eine Bewandtnis, weshalb Russland zu solchen Mitteln letzten Endes greift. Viele Verträge, ja, Abrüstungsverträge und so weiter, bilaterale Beziehungen sind hops gegangen, weil sich andere Partner nicht an die Verträge hielten. So. Ich wollte fragen, wer kann sich denn an den 9. November 1989 von Ihnen erinnern, was er da gemacht hat? Ich saß im Restaurant und habe gegessen mit dem damaligen Freund und plötzlich spielte man, und ich weiß heute noch nicht, warum die das gespielt haben, ob das Radio immer lief oder ob das absichtlich jemand eingeschaltet hat, das Deutschlandlied. Da denke ich, das hast du nie gehört, also zumindest offiziell nicht, irgendwie. Und dann wehte der Kellner an uns vorbei und sagte, genieß es, morgen ist der Spuk wieder vorbei. So, und dann sind wir aufgestanden und haben mal gesagt, wir gehen jetzt wieder, ich habe damals in der Heinrich-Heine-Straße gewohnt, das ist grenznah, und wir sind an dem Abend nicht zum Brandenburger Tor gefahren. Wir wollten das irgendwie nicht. Und ich habe gesagt, wenn da was passiert, wir warten erstmal ab, dann kannst du immer noch am nächsten Tag gehen. Und ich glaube, ich habe 2 Tage gewartet und bin dann zum KDW nach West-Berlin und habe mir dann 2 Handtücher gekauft und einmal Charoma-Shampoo von Schwarzkopf. Und dann bin ich wieder zurück, weil ich dann durch diese, ich sag mal so, diese Vorstadt-Situation gefahren bin. Und das war so alles so Kleinkrämerläden und so türkisch, also überhaupt nichts, was wir Konservative so gewöhnt waren, so ordentlich aufgeräumt, alles so furchtbar. Obwohl man uns ja immer vorgeworfen hat, das ist alles so grau und grau, aber das haben wir gar nicht gesehen. Es war aber doch noch anders und da wollte ich eigentlich nicht mehr hin. Und naja, dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. So oder so haben sie ihren Lauf genommen. Und in der Öffentlichkeit wird es immer als wunderbar gefeiert. Ich persönlich sehe das auch so, dass es letzten Endes persönlich, emotional, menschlich wunderbar war, sonst hätten wir uns alle hier gar nicht getroffen. So hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt, meine Tochter wäre nicht geboren. Es haben sich wunderschöne Beziehungen auch daraus entwickelt. Aber ich war halt mittendrin, damals arbeitend in einem Gewerkschaftshaus, in der Presseabteilung, und merkte, dass der Vorstand der Gewerkschaft apathisch reagierte, wie gelähmt. Und die sind noch nicht mehr rausgegangen zu denen, die da draußen standen. Und die andere Seite wiederum sagt, es war nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der auf die Straße gegangen ist. Und dann wurde es medial verkauft, dass wir ein einziges gesamtes Volk werden sollten. In Dresden nämlich, als dann die Banner auftauchten, die ich mit Anfang 20 nicht einordnen konnte. Ich wusste immer, so sehen die Banner aus mit dem Material, mit der Typografie. Und auf einmal tauchten da Banner auf, die wir überhaupt nicht kannten. Und auf das, ja, wir sind ein Volk hinwiesen.
Ich habe 25 Jahre gebraucht und heute ist es klar, es ist jetzt über 30 Jahre, aber nach 25 Jahren, dass diese Banner aus Bonn kamen, gedruckt und dort mit untergemischt wurden. Ich habe auch mitbekommen in dem Unternehmen, dass der eine oder andere Professor oder Doktor, der in diesen Tarifkommissionen arbeitet, in den Abteilungen der Gewerkschaft, nach und nach verschwand. Und ich hoffe immer noch, wenn man vielleicht dieses Video auch sieht, dass sich der ein oder andere meldet. Weil über 30 Jahre gehe ich mit dem Gedanken schwanger, aus welchem Grund haben die am nächsten Tag entschieden, nicht mehr in der Firma zu erscheinen. Hat denen irgendjemand etwas angedroht, unterstellt? Sind sie von allein gegangen? Genau diese Geschichte nach 25 Jahren ist diese mit Herrn Schabowski in der Pressekonferenz. Was wir heute wissen, ist ein Erlebnis eines Journalisten, der am 8. November mit Schabowski und Egon Krenz zusammenstand und gesprochen hat. Und Egon Krenz hatte damals Herrn Schabowski informiert, dass am 10. November offiziell die Bekanntgabe der Grenzöffnung stattfinden soll, aber dass alles geordnete Bahnen gehen soll. Er wollte es selbst im Radio und im Fernsehen verkünden. Und das hat Herr Schabowski ihm vorenthalten, sodass wir also davon ausgehen, dass Herr Schabowski, der hatte nichts auf dem Zettel stehen, einfach geputscht hat, wollte sich selber das irgendwie anheften. Vielleicht hat auch der Geheimdienst, wer auch immer, gedacht, es würde ganz schlimm ablaufen. Aber es lief Gott sei Dank friedlich. Und dadurch, dass wir alle sehr angenehm im Frieden gestimmt waren, nichts Böses im Sinn hatten, haben auch die Polizisten und die an der Grenze standen, gesagt, wenn die hier stehen und das die Meinung des Volkes ist, dann machen wir einfach den Balken hoch. Punkt. So. Aber heute wollen wir der Sache nachgehen. Was ist da passiert? Genau. Wer hat da eigentlich eine Aktie gehabt? Warum nennen wir diese Veranstaltung heute gekaperte Revolution? Und was können wir aus diesem Ganzen, was dann aus diesem Prozess einfach lernen für uns? Können wir da etwas dran ändern, künftig unsere Position als Volk durchzusetzen? Ich glaube, der Beste, der das zusammenfassen kann und erläutern kann, ist der Wilhelm Dohmke Schulz, der heute bei uns ist mit seiner sehr charmanten Gattin, der Christiane. Und ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Ihr wart damals in Leipzig sesshaft und habt das hautnah erlebt. Christiane ist demonstrieren gegangen. Aber was dann passiert ist im Klein-Klein, das wird uns der Wilhelm erzählen. Und ich freue mich sehr darauf. Ich möchte den Wilhelm kurz nochmal vorstellen. Der Wilhelm ist Jahrgang 56. Er studierte Dramaturgie an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Er arbeitete zunächst als freier Dramaturg für Spiel- und Dokumentarfilm in Berlin, Potsdam und Leipzig und war 20 Jahre als Hochschuldozent für Medienwissenschaft tätig. 1991 machte er sich als Produzent selbstständig und ist seither Dohmke Schulz Film, sein Unternehmen. Dohmke Schulz produzierte bisher über 70 Filme, vor allem Reportagen und Geschichtsdokumentationen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sowie künstlerische Dokumentarfilme wie etwa Life at a Standstill, A Middle East Diary. Der wurde preisgekrönt in Chicago 2003 oder Krimreise, ausgezeichnet 2018 in St. Petersburg. Sowie Remember Odessa, den ich sehr ans Herz lege, ausgezeichnet 2023 in Minsk. Und du hast noch einige andere genannt, ich habe nur das Falsche kopiert, entschuldige, kannst du gleich korrigieren. 2019 erschien sein Romandebüt Werners wundersame Reise durch die DDR und ich glaube in Bestandteilen ist wohl auch in diesem Buch einiges zu lesen. Du hast ein paar Exemplare mitgebracht, sollte es noch Bedarf für mehr geben, schreiben wir euch auf die Liste und schicken das mit einer Signatur gerne nach. So, herzlich willkommen, lieber Wilhelm.
Und ich wünsche allen viel Freude beim Vortrag. Naja, was man vielleicht dazu sagen muss, diese Dramaturgiestudium, das ist ja, nennt sich ja auf der einen Seite Film- und Fernsehdramaturgie auch Film- und Fernsehwissenschaft, und von der Ausbildung her in der DDR hat sich das, glaube ich, ein bisschen unterschieden von den Studienrichtungen hier in Richtung Filmwissenschaft. Also bei uns hat das einen ganz großen gesellschaftsanalytischen Anteil. Also das heißt, man ist dann nicht nur Theoriefachmann für Film und Filmanalyse und Medienanalyse, sondern immer auch in Verbindung mit Gesellschaftsanalyse, weil wir von der Ausbildung das so verstanden haben, dass ein Film ja immer, der ja sowieso in der Traditionslinie des Theaters ist. Also insofern hat der ja die Filmdramaturgie ja eine mehrtausendjährige Geschichte, und Theater und Film sind immer Ausdruck der Problematik des Charakters der Gesellschaft. Also insofern beschäftigt mich ja nicht nur mit Filmproduktion, sondern auch mit Gesellschaftsanalyse und Medienanalyse. Und das waren ja auch die Schwerpunkte dann in der Hochschullehre. Das Problem, glaube ich, wenn wir jetzt hier mal ist ein bisschen dicker. Ich hoffe, wir schaffen das alles und alle haben dann noch genug Geduld, weil es ein bisschen umfangreicheres Thema ist. Wenn man sich damit als Analytiker beschäftigt, ist das natürlich nicht unbedingt jetzt so emotionsgeladen, wie man das aus den Medien und aus den Zeitungen kennt. Also wenn ich Zeitungen vergleiche, ich habe ja auch ein Archiv, wenn ich DDR-Zeitungen zum Beispiel vergleiche, 50er Jahre, 60er Jahre, 80er Jahre und dann Zeitungen, die man heute liest, also mir kommt das mal ein bisschen überspitzt gesagt, alles wie psychedelische Kaffeesatz-Idöns vor. Also das hat mit Gesellschaftsanalyse und mit wirklich Darstellung von Ursache-Wirkung ja nur überhaupt gar nichts zu tun. Und wenn man mit solcher Medienbeeinflussung aufwächst und das vielleicht auch noch glaubt, also ich glaube, Leute so kennen die dann, ach, ich gucke schon immer Tagesschau und ich bin damit zufrieden, und dann könnte ich dann immer nur noch so ein bisschen sarkastisch antworten, ja, dann sieht man, was dabei rauskommt, wenn man nur Tagesschau guckt und das Zeug noch glaubt, was da erzählt wird. Also insofern, wenn hier vielleicht ein paar Sachen kommen, wo man gerade als hier Geborener das vielleicht nicht ganz witzig findet, aber es ist ja nun mal, gibt ja nun mal sachliche Hintergründe. Bitte hier nichts persönlich nehmen. Ich versuche das nur mal auf einen sachlichen, wesentlichen Punkt zu bringen. Also normalerweise kann ich das auch freimachen, aber da das so umfangreich ist, muss ich mir doch mal ein paar Notizen machen, nicht, dass ich hier die Hälfte auslasse. Ja, fangen wir einfach mal an. Es geht ja darum, gekaperte Revolutionen, also das kennt man ja aus der Geschichte, dass viele Revolutionen oder möglicherweise vielleicht sogar die Mehrheit mit einem bestimmten Ziel gestartet werden von bestimmten Personengruppen und am Ende dann ganz was anderes bei rauskommt. Also sowas ist ja traditionell in der Menschheitsgeschichte, und an den Beispielen, die wir ja heute behandeln wollen, ist das auch der Fall, und zwar Friedliche Revolution 89, also Sabine hat das jetzt nicht gesagt, aber irgendwie war auch die Rede von dieser sogenannten Revolution der Würde in der Ukraine. Also den zweiten Teil über die Ukraine fasse ich dann mal ein bisschen kürzer, weil das erste ist ja schon umfangreich genug, und ich denke, wenn man da einigermaßen durch ist, versteht man auch, was da in der Ukraine abgelaufen ist, was vergleichbar ist mit dem, mit dieser friedlichen Revolution in der DDR schief gelaufen ist. Das heißt, wir gucken uns das mal an, was ist da passiert. Und lassen wir uns mal ein bisschen angucken, wenn es sich also um die Karpater Revolution handelt, in dem Fall oder in den beiden Fällen, dass man auch guckt, ist das jetzt alle zufällig passiert oder stecken da irgendwelche Kräfte dahinter oder andere Leute, die sich dem da bemächtigt haben und so weiter. Das heißt, dass wir darüber reden, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Parallele zu heute ziehen, aus meiner Sicht sind das ja vorrevolutionäre Zeiten, in denen wir hier heute leben, dass man da auch guckt,
Welche Gruppierungen stehen sich da diametral gegenüber? Welche Interessengruppen vertreten sich ja? Na, ob das nur vorrevolutionär bleibt oder nicht, das liegt ja an den Leuten. Also vielleicht wird es der vorrevolutionäre Zustand, der damit beendet ist. Oder man kann sehen, ob sich da auch noch was anderes ergibt. Also schauen wir mal sehen, wie die oder Konterrevolution, das hatten wir auch schon. Das heißt, gucken wir uns jetzt erstmal diese friedliche Revolution von 89 an, und zwar aus der Sicht der DDR-Bürger. Es sind ja eine ganze Menge da auf die Straße gegangen, oder sind ja auch diese, wenn man diese Bilder, haben ja manche noch so vor Augen, über der ungarische Grenze und dieser Hof von der BRD-Botschaft in Prag, der da voll war, wo da auch nette Interviews geführt wurden vom westdeutschen Fernsehen mit denen, die hinterm Zaun standen. Wenn ich es mal so grob zusammenfasse, weil ich war ja auch mit dabei, das muss man ja dazu sagen, also ab 9. November 1989, die aus meiner Sicht ja die entscheidende Demonstration war, da wird immer gesagt, da wird immer viel von der vom 4. November 1989 erzählt, na gut, die Berliner mögen das so sehen, obwohl ich auch Berliner bin, oder also eigentlich richtiger Berliner, gibt es ja wenig in Berlin. Aber da war alles schon gegessen, also da am 4. November war es schon durch, also der entscheidende Tag war der 9. Oktober 1989 und nicht der 4. November in Berlin, also das ist auch wieder so eine Legende. Wenn man das mal zusammenfasst, auch aus eigenen Erleben, was wollten die Leute überhaupt, also welche Ziele haben sie vertreten, weswegen sind sie auf die Straße gegangen? Da sind auch ganz pragmatisch emotionale bei, also erst ziemlich weit oben stand Reisefreiheit, die man haben wollte. Man wollte Meinungsfreiheit haben, vor allen Dingen auch ein Ende der politischen Bevormundung, Ende Stasi-Bespitzelung, mehr Demokratie, Mitbestimmung. Da kursierte in der DDR, das hing mit eben Buchtitel zusammen, auch so der Begriff vom vormundschaftlichen Staat sollte einem heute auch bekannt vorkommen. Hat sich nicht viel daran geändert, nur diesmal in der westdeutschen Version, dass man also diesen vormundschaftlichen Staat loswerden wollte. Ne? Also so mehr. Feature-Rekorder wollte man auch, oder? Marlboro nicht vergessen. Marlboro und Feature-Rekorder. Und Golf GTI, es waren drei Sachen. Okay. Nicht die Bananen. Nee, die zählte nicht mit. Marlboro, Golf GTI und Feature-Rekorder, also drei Sachen. Also so mit der Formulierung könnte man sagen, also so ein bisschen Ende dieser muffigen Enge, die man irgendwie so gespürt hat. Ja. Und dann kamen noch so andere Themen dazu, die nicht unbedingt alle vordergründig interessiert haben, die aber auch eine große Rolle gespielt haben. Wie zum Beispiel die gravierenden Umweltprobleme. Also ich war ja da in einigen Regionen unterwegs, wo ich nach 4 Stunden da, zum Beispiel in Leuna, nach 4 Stunden Leuna kam ich mir vor, als hätte ich 40 Jahre gerocht. Also so, war irgendwie alles ein bisschen dicke die Luft. Also so eine Sachen kamen schon dazu. Überall grau von den Ablagerungen aus der Luft. Und obwohl man ein sehr großes, starkes, jahrzehntelang andauerndes Wohnungsbauprogramm hatte, war das ja auch zu der Zeit noch nicht so ernst geklärt. Also da gab es noch viele Leute, die da in ziemlich desaströsen Bedingungen gewohnt haben, Außenklo auf dem Hof und so eine Sachen, also fanden einige auch nicht so witzig. Und dann kam diese Sache mit der Konsumgüterproduktion, so hieß das bei uns, also so der Alltagsgegenstände, dass da etliche nicht so schnell zu kriegen war. Also kamen einige zusammen. Ich habe ja diese Stimmungsumschwünge so miterlebt. Also denke so um Anfang 70er Jahre herrschte eine ganz gute Stimmung in der DDR und dann baute das langsam ab und in den 80er Jahren nahm das noch mehr ab. Also irgendwie war die Luft raus. Leute wollten nicht mehr so richtig. Und das mündete eben in diese zunehmende Opposition zur Protestbewegung. Wobei, und das ist so der Unterschied, der so ähnlich wie auch in der Ukraine, kommen wir noch drauf zu sprechen, also wo da Ziele erzielt werden, die am Anfang gar nicht da waren. Und zwar war das ursprüngliche Ziel, das kann ich ja aus eigenem Leben erleben, im Umfeld auch bestätigen, dass es ja nicht darum ging, sich da irgendwie irgendeiner BRD anzuschließen, sondern
Man wollte eine bessere DDR. Also das war so der Anfangstenor, eine Reform der DDR, eine bessere DDR, eine freiere, wo mündige Bürger leben können, denen das Leben, um das mal so plakativ zu sagen, mehr Spaß macht und man mehr Möglichkeiten hat und man irgendwie freier ist. Aber es ging nicht um irgendeinen Anschluss oder um eine Übernahme. Das war ja nicht Ziel der Aktion. Und so war auch der Charakter dieser Demonstration. Die waren am Anfang, also man kann sagen, relativ fröhlich. Also friedlich sowieso. Da ist ja auch nicht grundlos, wird das friedliche Revolution genannt, weil es ja wirklich keine Auseinandersetzung gab. Also wurde dann ab dem 9. Oktober nicht so auseinandergeprügelt wie Corona-Demos, sondern da ging es friedlich zu. Und die Sprüche waren auch recht fröhlich, die man da so auf den Transparenten lesen konnte. Und dann änderte sich das Schritt für Schritt. Ich habe es ja hautnah miterlebt. Also die Stimmung änderte sich, die Zielausrichtung änderte sich. Das setzte so spätestens nach dem 9. November ein. Und für mich der Kipppunkt war, das ist auch in meinem Buch beschrieben, also wo man immer merkt, an dem Tag, da kippt es in andere Richtungen. Und der Kipppunkt der Demonstration in Leipzig war der 4. Dezember 1989, wo dann auf einmal in allen möglichen Größenvarianten Deutschlandfahnen massenhaft da in diesem Demozug auftauchten mit Legefalten. Also die waren frisch aus dem Laden, erste Mal benutzt. Also man hätte die wieder ganz sauber zusammenlegen können. Und das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, wo mir, als ich das gesehen habe, ich sah ja dabei, wo ich mich gefragt habe, wo kommen diese Fahnen her? Also, weil der normale Bürger, der normale DDR-Bürger war da schon längst am besten gewesen, hat sein Begrüßungsgeld geholt, das für Persil, Kaffee und irgendwelchen anderen Quatsch ausgegeben. Und der hatte da ja keinen jetzt, sich eine Fahne zu kaufen. Also der fährt da nicht mit seinem Trabi in Westen, spart sich da die 100 Mark Begrüßungsgeld zusammen und kauft sich eine Deutschlandfahne. Also das war doch völlig unwahrscheinlich, dass das irgendwo aus einer DDR-Quelle kam, diese Deutschlandfahnen. Und das hat sich ja dann hinterher auch herausgestellt, das waren zwei Lieferfahrzeuge, die von der CDU gesponsert wurden. Die haben diese Fahnen in Leipzig verteilt, um endlich mal die Stimmung Richtung Anschluss zu kriegen. Weil die waren nicht daran interessiert, dass sich die DDR reformiert, sondern dass das alles vom Westen übernommen wird. Und dafür muss man Stimmung machen. Dazu dienten diese Fahnen und dann sah man auch so einen Austausch der Leute. Also die Leute, die da im Dezember demonstriert haben, hatten nicht mehr sehr viel mit denen zu tun, die im Oktober demonstriert haben. Das waren ganz andere Personengruppen. Und das waren Leute, die auf einmal das Thema änderten. Das ging ja nicht mehr um Reform der DDR, sondern das Hauptthema war auf einmal D-Mark. Also was das für Leute waren, das habe ich in meinem Buch da auch näher beschrieben. Das will ich jetzt mal nicht so ausführen, da kommen so einige Gruppen der ostdeutschen Bevölkerung nicht so gut bei weg. Aber es gibt eben immer unterschiedliche Gruppen in Bevölkerung, ob hier oder da. Und das waren nun nicht unbedingt die progressivsten Kräfte, die der Meinung waren, sie müssen jetzt unbedingt jeden niederbrüllen, der da auf der Demo irgendwie sagt, macht mal halblang oder wir müssen aufpassen. Und vielleicht, da wurde sofort gebrüllt, der durfte wegtreten. Wurde auch nicht mehr eine Demo gelassen, die wollten unbedingt ihre D-Mark haben. So, das fand großen Widerhall in den westlichen Eliten. Da muss man immer wirklich unterscheiden, westdeutsche Bevölkerung, westdeutsche Eliten. Das sage ich extra nochmal dazu. Also deswegen habe ich auch gesagt, wenn sich hier bei einigen Sachen muss sich keiner angegriffen fühlen, es geht um die Eliten. Und das sind nur 1% der Bevölkerung im Westen. Also das ist nicht die Bevölkerung. Ja, Entschuldigung, das können wir das nachher denn? Entschuldigung, sonst wäre ich nicht fertig hier. Ja, das ist mir ein bisschen viel. Also die Eliten waren der Meinung, dass sie da unbedingt diesen Osten haben wollen und diese Revolution kapern, ganz vorneweg die CDU. Und die haben dann das alles verbunden, neben diesem Verteilen der Fahnen, auch mit einer großen orchestrierten Medienkampagne und mit einer Politkampagne. Also da wurden ja diese Parolen gestreut, um die
noch letzten wankelmütigen DDR-Bürger, die noch überlegt haben, ob sie nicht doch vielleicht lieber eine reformierte DDR haben wollen. Die wurden dann mit solchen Sprüchen gelockt wie blühende Landschaften und geben soll schlechter gehen und all so eine hohe Versprechung, damit sie auch ja auf den Kurs einschwenken, begeistert sich vom Westen anschließen zu lassen. Und insofern ist es schrittweise vorangegangen. Also nachdem man die Leute so medial weich gekloppt hat, dass sie ihre einzige Lösung sehen, das Westjahr zu kriegen, dass sie sich der BRD anschließen, dann kam dieses Wahlergebnis auch, 40% CDU. Also man muss dazu sagen, religiös waren so in der DDR vielleicht so um die 14%. Und die CDU war eine absolute Splitterpartei. Also ein Wahlergebnis so unter normalen Umständen, ohne so eine massive Medien- und Politikbeeinflussung von Westdeutschland, wäre die CDU nie auf 40% gekommen. Das wäre völlig ausgeschlossen gewesen. Jetzt sich über 5% freuen können, aber niemals über 40. Also das haben wir in dieser massiven Beeinflussung, medialen Beeinflussung aus dem Westen zu verdanken und diesen Politikerversprechungen. Und weil der ostdeutsche Bürger, der ist ja gegen Kapitalismus gewöhnt, so Ellbogen, Interessen durchsetzen, der war ja naiv und gutgläubig in weiten Strecken. Und wenn da irgend so ein großer dicker Onkel sagt, euch wird es super besser gehen mit dem Westjet, dann haben sie es geglaubt und haben dementsprechend auch gewählt. Also dumm gelaufen. Der nächste Startschuss war dann diese Wirtschafts- und Währungsunion, die man nach dem erdrutschartigen Sieg der CDU dann gemacht hat. Und das war eigentlich aus meiner Sicht dann der endgültige Startschuss von dieser ziemlich skrupellosen, menschenverachtenden, vollständigen Plünderung der DDR, die dann anschließend stattgefunden hat. Durch diese westdeutschen Eliten, nicht der Bevölkerung, der westdeutschen Eliten. Ich muss das immer wieder betonen. Und um sich der Ressourcen der DDR anzueignen, und das war in der Art und Weise, wie das durchgezogen ist, also an Bösartigkeit kaum noch zu überbieten. Und damit es dann auch alles rechtlich seinen Rahmen hat, damit dann nicht vielleicht noch irgendwie was schief wird am Ende, hat man dafür gesorgt, also ganz vorneweg dieser Herr Schäuble, über den wir ganz begeistert sind bis heute, was das für ein toller Politiker war, der hat also dafür gesorgt, dass dann auch noch dieser nach jedem Vertragsrecht eigentlich völlig sittenwidriger Anschlussvertrag da unterschrieben wurde. Das war also dann die vollständige Kapitulation der letzten gewählten Volkskammer in der DDR und dann ließ sich eigentlich ja nichts mehr rückgängig machen. Also damit hat er sich das... Schon. Ja, dazu kommen wir ja. Das haben nicht die DDR-Volksvertreter unterschrieben, die dann wahrscheinlich gedacht haben, dass sie dann mit Westjet eine westdeutsche Politkarriere hinlegen. Aber das wurde ihnen ja nicht mal das vergönnt. Also die Verräter an Interessen der DDR, die haben, glaube ich, nicht unbedingt die größten Nutzen daraus gezogen. Und jedenfalls... Was mich doch auch immer so verwundert hat, man kann ja eigentlich, wenn so eine Sachen passieren, auch, weiß ich, sich emotional zurücknehmen, mal versuchen, wenigstens seine ganzen Vorurteile und eingebläuten Gesellschaftsbilder mal ein bisschen zurückzudrängen und sich so ganz pragmatische Fragen stellen. Das schafft irgendwie nicht jeder. Also für mich war so was offensichtlich, dass man, hätte man sich nicht fragen können, wenn diese ganzen Legenden stimmen, DDR ist völlig bankrott und pleite und alles nur Schrott und alles nur Krempel, warum denn die westdeutschen Eliten so heiß darauf waren, die DDR zu übernehmen, wenn das alles nur Schrott und Krempel war? Also das entspricht doch dem kapitalistischen Denken nicht. Warum sollen Unternehmer einen Schrotthaufen Unternehmen übernehmen, der nur Geld kostet? Also wo soll die Logik dabei sein? Also die Frage hat sich da keiner gestellt. Also alle haben das weiter geglaubt, alle nur Schrott beschwert. Stellt sich die Frage, war es wirklich so? Weil warum wurde so auf die Tube gedrückt, so die DDR zu übernehmen, wenn das alles überhaupt nicht wert war und nur Kosten verursacht hat? Kommt natürlich, das sehe ich hier bei meinen westdeutschen Bekannten, die sich die dicksten Häuser im Umfeld für wenige Geld unter den Nagel gerissen haben, da kommen dann immer so die gleichen Antworten, wenn man die fragt, warum macht das so eine westliche Gesellschaft
Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Also der Kapitalist zieht los und will Freiheit, Demokratie und Menschenrechte verbreiten und übernimmt einen Schrotthaufen, der einen Haufen Geld kostet. Aus Menschenliebe. Also, ja, ja, klingt völlig logisch, weil das ist ja die Hauptaufgabe der westlichen Eliten, völlig uneigennützig auf eigene Kosten Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in die Welt zu setzen. Ja, klingt mir sehr plausibel. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zu den Punkten, was denn nun von den Zielen, die man da am 9. Oktober 89 in Leipzig über den Karl-Marx-Platz getragen hat, als er damals noch so hieß, weil danach war ja Bildersturm und alles wurde umbenannt. Also damals hieß er noch Karl-Marx-Platz, jetzt, denn anschließend mussten ja die ganzen Platz- und Straßennamen nach westlicher Ideologie umbenannt werden, deswegen heißen die alle nicht mehr so. Und Reisefreiheit zum Beispiel, ja, haben wir, also kann man sich nicht beschweren, wenn man nicht unbedingt nach Russland will, weil das ist jetzt ein bisschen beschwerlich wegen der ganzen Sanktionen und weil keine Direktflüge mehr sind, also Ausnahme Russland, ansonsten kann man so in der westlichen Welt frei rumreisen, vorausgesetzt, man hat das Geld dazu. Also ist bei der Massenarbeitslosigkeit, die die westliche Übernahme da verursacht hat in der DDR, nicht mehr für jeden denn gegeben gewesen, dann noch irgendwie Geld zusammenzukratzen, um in der Welt rumzufahren, aber zumindest das Theoretische ist zumindest ein Ziel erreicht worden, halb praktisch, halb theoretisch, aber ist doch ein Erfolg, also ist schon mal eine gute Sache. Wie sieht es mit der Meinungsfreiheit aus? Also aus ostdeutscher Sicht, da muss ich sagen, ist, glaube ich, das Ergebnis ziemlich mager, weil es gibt ja Unterschiede, das hat vielleicht schon jeder mal so am eigenen Leibe erfahren, Unterschied zwischen privater Meinung, zwischen gesellschaftlicher Meinung, öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Da gibt es ja so gewisse Unterschiede und Meinungsfreiheit, wenn man es mal ganz pragmatisch betrachtet und nicht aus Sicht der ideologischen meinungsführenden Eliten, sollte Meinungsfreiheit bedeuten, dass man die man hat, auch privat hat, auch öffentlich äußern kann oder auch massenmedial äußern kann. Und da sieht die Sache schon ganz anders aus. Also weil die ostdeutschen Massenmedien, das ist, weiß nicht, inwiefern das so allgemein bekannt ist, die sind ja alle nicht in ostdeutscher Hand. Also es gibt ja, die Ostdeutschen haben ja keine eigenen Massenmedien. Die sind, das war ja gleich eine der ersten Maßnahmen von der von dieser Veruntreuungsanstalt oder wie die hieß, dass die Massenmedien an westdeutsche Medienoligarchen verscherbelt wurden. Das heißt, was man an ostdeutschen Massenmedien hat, die gehören halt westdeutschen Oligarchenfamilien, die auch da ihre Ideologie verbreiten. Das heißt, eine massenmediale Stimme für Ostdeutsche existiert nicht mehr seit 30 Jahren. Haben wir nicht, gibt es nicht. Es wird nur westdeutsche Ideologie verbreitet und auch westdeutsche Interessen damit bedient. Aber der Ostdeutsche hat keine Chance, sich in sich eines eigenen ostdeutschen Massenmediums zu bedienen. Die eine kleine Ausnahme ist ja die Berliner Zeitung. Also eine Zeitung in Deutschland hat einen ostdeutschen Besitzer, eine und auch noch ja nicht lange. Und der hat ja auch genug Ärger gleich an der Alzi kriegt, dass er ja nicht ausscheren soll und vielleicht noch ostdeutsche Sichten verbreiten. Also dann würde man sich schon mal einfallen lassen, dass er dann nicht mehr die Zeitung hat. Ja, aber das sind, also Junge Welt und Neue Deutschland sind andere Sachen. Ich rede ja von Privatbesitz. Und bei den ostdeutschen Regionalsendern sieht es so ähnlich aus. Das sind ja alle nur Ableger vom westdeutschen öffentlich-rechtlichen Modell. Also die als ostdeutsche Sender zu bezeichnen, halte ich ja auch für sehr fragwürdig. Also weil die im Prinzip ja, was wieder ein Thema für sich ist, könnte ich gerne auch einen Vortrag drüber halten, weil das mein Spezialgebiet ist, weil die ja im Prinzip dieses Modell übernommen haben, dass dieses Modell so funktioniert, dass da nicht unbedingt Volkes Stimme zum Ausdruck kommt. Das sind wieder völlig andere Rahmenbedingungen, hat mit den Medienstaatsverträgen zu tun, mit dem Handeln der Einfluss, also dieser transatlantischen Verbindung, die da jetzt sagen haben und so weiter. Das ist ein ganzes Thema für sich. Also auf jeden Fall sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkmodelle in Sender in Ostdeutschland auch keine Sender der ostdeutschen Bevölkerung. Also fällt
da auch raus, also private Medien fallen raus, öffentlich-rechtliche fallen raus. Es gibt keine Massenmedien, die ostdeutsche Sichtweise und Meinungen vertreten. Insofern ist aus meiner Sicht da, was in einer Demokratie Meinungsfreiheit bedeutet, aus meiner Sicht da überhaupt nicht gegeben. Also in Ostdeutschland nicht. Ja, ich meine, für die 1% westdeutsche Eliten trifft es ja zu, die können ja ihre Meinung vertreten. Das ist ja immerhin irgendwas, also besser als gar nichts. Bei Demokratie sieht es ja so ähnlich aus, da ist das immer so eine Definitionsfrage. Also das ist ja das, was mir in diesen psychedelischen Massenkauderwelt da immer wieder auffällt, was so von Politik und Massenmedien hier verbreitet wird, die zu 99% westdeutsch orientiert sind und auch beherrscht sind, dass immer das so der Begriff so benutzt wird, hört ja jeder jeden Tag, braucht es alle Sender oder Zeitung aufschlagen, unsere Demokratie, wo ich als Analytiker oder als Gesellschaftsanalytiker immer sage, naja schön, also den Begriff habe ich jetzt gehört, aber wie ist das definiert bitte? Also, keiner fragt sich, wer mit uns gemeint ist. Ja, erstmal, wer uns, das ist ja der andere Punkt, aber was mich interessiert, wie ist Demokratie definiert? Also ist es jetzt nur ein Begriff, wo man sagt, hier Wasserflasche oder ich sage Blumentopf dazu. Ja, der Blumentopf. Also hat jetzt der Name was mit dem Inhalt zu tun? Also ich höre ja immer Demokratie, ist ja die Frage, wie definiert man es und inwiefern hat das, was wir hier haben, überhaupt mit Demokratie zu tun, je nachdem, wie man es definiert. Mal ganz allgemein gesagt, könnte man sagen, Demokratie wäre eine Möglichkeit der Definition, wenn der Bürger eine Wahl hat. Ja, ich weiß nicht, natürlich haben wir die Wahl, innerhalb des braunen Blocks irgendeine Partei zu wählen, die zu dem braunen Block gehört. Aber was ändert das jetzt? Also, was würde das jetzt bringen? Wir hatten jetzt gerade so eine Diskussion in der NATO-Sendung, also NATO-Untersuchungsausschuss hieß es ja mal. Und da hatte ich auch gesagt, also wenn die westlichen Eliten so auf ihre Definition von Demokratie so stolz sind, es gab ja mal eine Partei, die eine Wahlmöglichkeit hatte für die Bevölkerung, wo man sagt, die würden was anders machen. Und das war die Partei, die quasi die Hauptlast des antifaschistischen Widerstands im Dritten Reich getragen hat, was nicht unbedingt zur Geschichtsschreibung der der BRD gehört, also die blendet immer gerne aus, die auch den höchsten Blutzoll gezahlt haben. Und das war die KPD. Von der ja überhaupt keine Rede mehr ist, also weil die ja nicht zum Gesellschaftsbild der BRD passt. Und was hat man gemacht? Die waren sehr einflussreich nach dem Krieg, hatten wir jetzt, glaube ich, 300.000 Mitglieder noch, die glücklicherweise überlebt haben, die Verfolgung und die Ermordung. Und die hatten ein anderes Gesellschaftsmodell. Also da hätte denn der Bürger zumindest eine Wahl gehabt, was anderes zu wählen. Aber was macht man in der westlichen Demokratie? Die gefährlichste Oppositionspartei verbieten. Wegen der Demokratie. Also damit man denn die Wahl hat zwischen Nein oder Ja oder Ja oder weiß ich, wozwischen man da eine Wahl hat, keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Ja, das meine ich ja. Und damit ist ja die Sache, dass die in 15 Jahren verboten wurde, kann man ab 15 Jahren überhaupt noch in der BRD noch von Demokratie reden? Die Frage stelle ich damit. Also wenn man keine Wahl mehr hat, irgendwas anderes überhaupt, ein anderes Modell, eine andere Entwicklung zu wählen, also wo ist da eine demokratische Entwicklung? Also was wird uns hier als Demokratie verkauft? Und dann kommen noch solche Sachen dazu, zum Beispiel auch Direktwahl von Entscheidungsträgern. Also jetzt macht man wieder so Riesenbabule, der Diktator Putin lässt sich wählen. Ja, den kann man ja wissen, wählen als Person. Kann ich einen Bundespräsidenten wählen? Ich glaube nicht. Kann ich einen Kanzler wählen? Ich glaube nicht. Also hier kann man ja keine Entscheidungsträger wählen und wir sind eine Demokratie und da kannst du den Entscheidungsträger wählen und ist eine Diktatur. Also alles klar, das ist immer eine Frage der Definition, immer so wie man es sieht oder wie man es gerne hätte. Wie sieht die Wirtschaftsentwicklung aus nach dieser Übernahme da 1990? Das sind so Zahlen, die glaube ich auch nicht unbedingt so zum Allgemeinwissen gehören.
dass mit der Begründung, alle pleite, alle bankrott, alle marode, wurde ja die Wirtschaftskraft der DDR, wenn man das jetzt mal so als 100% nimmt, die Wirtschaftskraft, die in der DDR existiert hat, da wurde ja auch damals gesagt, dass die DDR, so hat sie von sich selber dargestellt, ich denke, da ist durchaus was dran, die 10 stärkste Industrienation der Welt gewesen ist. Also wenn man das mal gesehen hat, also abgesehen von der Umweltverschmutzung, also man geht jetzt durch die Dinger durch, kriegt ein bisschen Atembeschwerden, aber trotzdem ist ja Industrie da, ob nun mit oder ohne qualmenden Schloten. Wer das selber erlebt hat und beobachtet hat, der hat ja gesehen, dass da Schwermaschinenbau, Industrie, Chemie, also wirklich alles wurde produziert in der DDR und ein weltweiter Handel betrieben. Wenn man jetzt so, wenn man jetzt in Entwicklungsländer fährt, also da war ja der größte Handel, man fährt irgendwo nach Indien oder sonst wohin oder Kuba, Hafenanlagen, da stehen die Kräne von Takraf, von diesem Riesenunternehmen, diese Bergbauanlagen, alle Takraf. So, das waren ja Riesenindustrieanlagen, die weltweit vertrieben wurden und davon ist nichts mehr übrig. Das ist also 70%, das sind so etwa die Zahlen der Gesamtwirtschaftskraft der DDR ist nach der Übernahme komplett vernichtet worden. Also die blühenden Landschaften, ist ja das, was ich immer sage, die gibt es Tatsache. Und zwar in den unkrautbewucherten Ruinen der ostdeutschen Industrie. Da schwirren jetzt die Bienen und Hummeln und sonst welche Vögel rum und können sich da bedienen. Das sind die blühenden Landschaften, die wir gekriegt haben. 70% der Wirtschaft im Osten vernichtet. Und mit der Folge, dass diese restlichen 30% auch noch wieder zu 90% in westdeutscher Hand sind. Das heißt, wenn man ein ostdeutsches Produkt kauft, dann ist es kein. Es wird wieder irgendeiner schwäbischen Familie, irgendein Hamburger Unternehmer oder irgendein Münchner, weiß ich nicht, was die hört. Also eine eigenständige ostdeutsche Wirtschaft hat nach der Übernahme aufgehört zu existieren. Und das Einzige, was noch an ostdeutscher Wirtschaftskraft da sind, das sind so Handwerksbetriebe hauptsächlich. Und die werden auch nicht vernichtet, weil ihre Aufgabe darin besteht, westdeutsche Produkte zu verbauen. Also der ostdeutsche Klempner, der verbaut westdeutsche Wasserhähne, westdeutsche Klobecken, westdeutsche Heizungsanlagen, also der wird ja gebraucht. Der ist ja der Absatzhandwerker für westdeutsche Produkte und insofern müssen die nicht vernichtet werden. Sonst müsste man ja aus Westdeutschland die Handwerker noch hinschicken. Also das können ostdeutsche Handwerker machen, die können westdeutsche Produkte verkaufen und der Rest ist dann perna liefen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, und das ist ja das, was gerade in Westdeutschland immer den Bürgern so verklickert wurde, ihr müsst jetzt da bezahlen für den Osten. Ja klar, ich meine, wenn man die Wirtschaft vernichtet, müssen ja trotzdem soziale Aufgaben erfüllt werden. Es muss ja trotzdem Bildungswesen, Gesundheitswesen, Infrastruktur, also muss ja trotzdem was bezahlt werden. Und wenn keine Wirtschaft mehr in Ostdeutschland da ist, die das machen könnte, dann sagt man dem westdeutschen Bürger, ja, jetzt musst du, also der Steuerzahler. Also wir haben das alles vernichtet für unseren Nutzen und jetzt musst du bezahlen, damit dann im Osten noch eine Straße gebaut werden kann. Das heißt, die Ursache lag ja nicht im Osten, sondern Vernichtung der Wirtschaft im Osten. Und die, die daraus den Nutzen gezogen haben, also zum Beispiel die Banken, also die verdienen sich ja bis heute dumm und dämlich, die Bankenviertel da in Frankfurt-Main. Ich muss immer Main dazu sagen, wa? Also es gibt noch in Frankfurt an der Oder. Das vergisst man immer gerne. Also in Frankfurt am Main, nicht an der Oder, in Wert ja schön, sondern in Frankfurt am Main. Die Banken verdienen ja nach wie vor Milliarden an dieser ostdeutschen Plünderung und Übernahme. Das hat mit diesen Verträgen zu tun. Das muss man, ich glaube, ich muss mal so eine, also auch sagen, wie das funktioniert hat. Und zwar war das ja so, dass die ostdeutsche Wirtschaft so strukturiert war, die meisten Betriebe waren durchaus sehr gewinnbringend. Das hat man nicht daran gesehen, weil da vielleicht der Putz abbröckelte und die Schornsteine qualmten. Daran sieht man ja nicht, ob ein Betrieb rentabel ist oder nicht oder ob er Gewinn erwirtschaftet oder nicht. Das ist ja nur so ein Augenschein. Ja? Also wenn man nicht in der Lage ist, über den Augenschein hinauszugehen, dann versteht man das vielleicht nicht. Also die waren durchaus rentabel, durchaus gewinnbringend. Nur das Problem war,
dass die ihren Gewinn an den Staat abführen mussten. Das heißt, das ging in den Staatshaushalt und davon kostenlose Bildungswesen, kostenlose Gesundheitswesen. Was kostenlose Bildungswesen heißt, ist auch ein großer Unterschied zu dem westdeutschen Modell. Also der ostdeutsche Bürger hatte quasi das Recht, einmal in seinem Leben ein Direktstudium zu machen, aber in einer Regelstudienzeit. Also nicht, ich fange mit 20 an und höre mit 45 auf, sondern innerhalb der Regelstudienzeit von 4 Jahren, 5 Jahren, je nachdem, wie diese Studienzeit war. Und der musste nicht, wie das hier im Westen durchaus üblich ist, ich habe es ja selber erlebt als Dozent, war immer der dreieinhalb leer, weil die Leute ja, die Studenten ja arbeiten gehen mussten, um irgendwie über die Runden zu kommen und konnten nicht zur Vorlesung kommen. Und damit die Studenten in der DDR studieren und nicht irgendwo kellnern, gab es Stipendien. Und nicht wie hier, die muss ich dann irgendwann lebenslang abschrottern, sondern das war ein Geschenk des Staates. Also man konnte studieren, hat ein Stipendium gekriegt, damit man einigermaßen über die Runden kommt, ein nicht rückzahlbares quasi Geld geschenkt, damit man sein Studium absolviert und nicht sein Leben mit anderen Sachen zubringt. Und so ähnlich war es eigentlich auch im Gesundheitswesen. Das hat sich ja auch völlig zerschlagen. Das war auch flächendeckend. Land, Polikliniken, alles so weit. Ja, passte auch nicht so in das westdeutsche Gewinnmodell drin. Also insofern sind da so einige Sachen den Bach runtergegangen. Das heißt, diese Übernahme betraf ja nicht nur die Wirtschaft, die Zerschlagung, sondern auch alles, was mit Staatsapparat, Führungsschichten und so weiter zu tun hat. Also um das mal so deutlich zu machen, das ist, wenn, also der durchschnittliche Ostdeutsche ist jetzt so in der Situation, der hat einen westdeutschen Arbeitgeber, zahlt einen westdeutschen Immobilienbesitzer seine Miete, studiert in Ostdeutschland bei westdeutschen Professoren unter westdeutscher Unileitung, bezahlt westdeutsche Versicherungspolizen, kauft sich westdeutsche Autos und Möbel und Elektrogeräte, verreist in die westliche Welt, wenn er Geld hat, liest Westzeitungen, hört Westradio und die dann noch unter transatlantischen Einfluss stehen, nimmt seinen Kredit bei einer westlichen Bank auf, weil Ostdeutsche gibt es auch nicht mehr, und baut sein Häuschen mit westdeutschen Baustoffen bis hin zur westdeutschen Schraube. Also das ist so die Situation, die man im Osten hat, dass da eine gewisse Frustration entsteht, weil das ja keine Basis ist, dass sich da was entwickelt, ist ja irgendwie klar. Verstehen denn hier viele nicht, denen hier sonst was erzählt wird, schon seit Jahrzehnten irgendwelche Märchen über die DDR und die tolle Wiedervereinigung. Man wundert sich immer, was wollen die bloß, die Ossis. Und bloß mal so ein Punkt, was ja auch in der DDR war, da gab es Vollbeschäftigung. Das heißt überhaupt nicht einen Arbeitslosen, keine Obdachlosen, keine Drogenszene. Ja, das passte alles nicht so in die Welt. Also ohne Drogen und ohne Obdachlosen macht die Welt nicht Spaß. Also das musste man unbedingt einführen. Und was man innerhalb von 2,5 Jahren, 3 Jahren geschafft hat, waren in einer Bevölkerung von 17 Millionen im Osten Deutschlands nach der Übernahme 2,5 Millionen Arbeitslose zu produzieren. Also das heißt, bei etlichen Kommunen stieg die Arbeitslosigkeit von 0% innerhalb von kürzester Zeit stellenweise auf 50%. Das ist natürlich ein toller Erfolg. Da freut man sich über blühende Landschaften, weil dann kann man ja endlich mal auf der Wiese liegen und sich sonnen, wenn man keine Arbeit mehr hat. Insofern, da gibt es auch etliche Leute, die bis heute nie wieder einen Job gekriegt haben. Das hängt aber auch mit solchen Gaben zusammen, die man gekriegt hat, also um diesen, wie soll ich sagen, also wenn man eine Gesellschaft grundlegend ändern will, und das war ja die Absicht der westdeutschen Eliten, die DDR grundlegend zu ändern, muss man ja 2 Sachen machen, die Eliten tauschen und die Eigentumsverhältnisse ändern. Das heißt, mit den Eigentumsverhältnissen, das ging ja schnell, indem man alles und was irgendwie zu Geld zu machen war, hauptsächlich an Westdeutsche entweder an die mittelständische Konkurrenz verkloppt hat, die dann zugesehen hat, dass er den Betrieb im Osten schnell dicht macht, weil die eigenen Produktionsmittel im Westen reichten völlig aus, um auch den ostdeutschen Markt zu übernehmen. Und da brauchte man die Arbeitsstellen im Westen nicht und den Rest, da fand sich schon der ein oder andere Glücksritter, der das dann übernommen hat und dann irgendwie auch Geld über
draus zu schlagen, was da irgendwie rauszuschlagen war. Und damit man diese, den damit notwendigen Elitentausch auch vollzieht, weil das hätte nicht geklappt, du behältst die ostdeutsche Elite und zerstörst die ostdeutsche Wirtschaft, also das hätte sich irgendwie gebissen. Also musste man auch die ostdeutsche Elite loswerden und das ging mit ziemlich einfachen Mitteln, dass man einfach zum Beispiel die Großteile der Berufsabschlüsse der DDR nicht anerkannt hat, damit fielen die dann raus. Und bei den Besetzungs- der Führungsstellen hat man die Ausschreibung so gestaltet, dass da eigentlich nur noch Westdeutsche für in Frage kamen. Also insofern war das kein großes Ding, die ostdeutsche Elite völlig zu entmachten und alles, was nicht nied- und nagelfest war, in westdeutsche Hände zu legen. Und um auf diesen nochmal auf diese Gewinnsache zurückzukommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die ostdeutschen Betriebe, die haben also ihre Gewinne in den Staatshaushalt abführen müssen, wie ich schon sagte, damit der Staat eben alle diese Aufgaben erfüllen kann. Und da hat ja, also ich glaube, die Bürokratie war unter anderem auch eine ostdeutsche Erfindung. Also da gibt es ja auch viel, gibt es ja verschiedene Interpretationen, wer alle Bürokratie erfunden hat. Manche sagen auch schon der Perser, aber egal, also auf jeden Fall dauerte das ja dann auch eine Weile, weil die Betriebe hatten ja auch Anspruch, dass sie ein bisschen von dem, was sie erwirtschaftet haben, wieder zurückkriegen, weil man musste ja auch mal Rohstoffe kaufen oder Maschinen erneuern oder die ein oder andere kaputte Fensterscheibe nach 20 Jahren mal ersetzen. Also irgendwie brauchte man da auch mal ein bisschen Geld in den Betrieben und auch die Leute ja zu bezahlen, Löhne bezahlen. Und um diese Zeit zu überbrücken und die laufenden Ausgaben zu decken, war das in der DDR so geregelt, dass die Betriebe so eine Art Verrechnungskredite aufgenommen haben bei den ostdeutschen Banken. Und über diese Verrechnungskredite war für die ostdeutsche Wirtschaftsführung auch wichtig, weil darüber konnte man kontrollieren, was gibt der Betrieb wo aus, also damit er nicht zu selbstständig wird, sondern wirklich nur das, die Ausgaben macht, die er soll. Das konnte man dann über diese Verrechnungskredite kontrollieren und darüber wurden auch die Gehälter bezahlt. Und nun musste man ja irgendwie zusehen, wenn man so eine Wirtschaft zerschlagen will, dass man die bankrottisiert. Und das wurde ganz einfach gemacht in diesen Übernahmeverträgen, dass man gesagt hat, also der Grundansatz war der, ihr habt jahrzehntelang eure Gewinne an den Staat abgeführt, das juckt uns nicht, interessiert uns nicht, ist so ein Scheißegal. Wir nehmen jetzt einfach diese Verrechnungskredite und sagen, das sind Schulden. So. Und damit war der mit der Unterschrift des vom Westen diktierten Vertragsbedingungen mit dem Moment der Unterschrift die ganze Wirtschaft bankrott. Wenn man einfach gesagt hat, die Gewinne habt ihr Pech gehabt und die Schulden behaltet ihr und damit seid ihr bankrott. Und der DDR ist alles nur Schrott und alles ist nur bankrott. Aber das lag an dieser Vertragsgestaltung des Westens. Ansonsten wäre da ja nicht bankrott gewesen. Aber ich meine, irgendwie muss man es ja hinkriegen. Und diese Gesetzgebung existiert ja nach wie vor. Und das ist da gibt es ja zum Beispiel dieses berüchtigte Altschuldengesetz, woran sich die Banken in Frankfurt Main ja immer noch eine goldene Nase verdienen. Also dass man sagt, die Betriebe sind jetzt bankrott in der DDR, die Schulden habt ihr übernommen, indem ihr für einen Apfel und ein Ei die ostdeutschen Banken übernommen habt, die ihr diese Kredite gegeben habt. Und jetzt fordert man die nach und nach immer noch ein und wenn die das nicht mehr bezahlen können, wer bezahlt es? Der deutsche Steuerzahler, also auch der Westdeutsche. Das heißt, auch der westdeutsche Steuerzahler bezahlt die Gewinne der westdeutschen Banken machen. Das bezahlt der westdeutsche Steuerzahler und der ostdeutsche Steuerzahler und wird dann noch gegeneinander aufgehetzt. Ja, da wird dem Westdeutschen noch erzählt, ja, die DDR war bankrott und wir müssen jetzt den Scheiß bezahlen. Dabei haben die Verdienste die westdeutschen Banken eingefahren und da verdienen die noch heute dran. Die wollen keinen Cent davon rausrücken. Also insofern, man muss immer nur die richtige Propaganda verbreiten und Leute finden, die das glauben, was einem erzählt wird und dann funktioniert auch die ganze Sache. Dann kann man auch so eine Revolution kapern. Dann ist das alles bestens organisiert. Und um jetzt nochmal zu dem kommen, was hat nur der ostdeutsche Revolutionär denn nur erreicht? Ein paar Punkte haben wir schon erzählt.
Die andere Sache ist ja, dass damit verbunden ist, wenn man so ein System ändert. Also man muss ja nicht nur die Eliten tauschen, das haben wir schon besprochen, und die Eigentumsverhältnisse ändern, sondern das ganz Wichtige ist, die Meinungshoheit zu übernehmen. Sonst funktioniert das alles nicht. Das wurde eben über die Massenmedien gemacht und über die Übernahme zum Beispiel auch des westdeutschen Bildungswesens in der DDR, was ja auch unheimlich gute Früchte trägt. Also manchmal ist man ja froh, wenn Abiturienten noch lesen und schreiben kann. Aber rechnen klappt sowieso nicht mehr ohne irgendein elektronisches Gerät. Also insofern hat man tolle Bildungssystem jetzt übernommen vor 30 Jahren. Sind da mächtig stolz drauf. Und was jetzt da noch alle den Bach unterhing, war zum Beispiel auch ostdeutsche Kultur, ostdeutsche Geschichte, ostdeutsche Identität, alles weg, Bilderstrom. Also ich erzähle da einmal so ein Beispiel, um das deutlich zu machen, was da im Osten passiert ist. Da war das ja gang und gäbe, Straßenbetriebe, Clubs, Kulturhäuser nach Antifaschisten zu benennen, da die ja aber laut BRD ja eigentlich alle verfassungswidrig sind, diese kommunistischen Widerständler, die da ihr Leben geopfert haben, um den Faschismus zu bekämpfen. Musste das alles weg. Und eben mal so ein Beispiel, finde ich immer sehr erhellend, also wie so der westdeutsche Bildersturm da im Osten funktioniert hat. Da gab es zum Beispiel so eine Schule in Leipzig, die den Namen von einem Antifaschisten getragen hat, Bruno Kühn. Und ja, das passt dann alles nicht, muss alles weg. Was haben sie für einen Namen gekriegt? Heisenberg. Also vorher hatte die Schule den Namen von einem antifaschistischen Widerstandskämpfer, der sein Leben geopfert hat, um Faschismus zu bekämpfen. Und jetzt, damit wir die neue Demokratie und die neue Zeit und weiß ich was alles Neues haben, hat das jetzt einen Namen von dem, der das Atombombenprogramm unter Hitler geführt hat. Das ist der Fortschritt in der DDR und ist vor allen Dingen, oder im Osten, und vor allen Dingen ist das ungeheuer antifaschistisch. Also man muss die Kinder im Osten der DDR unter dem Namen des Atomwaffenentwicklers Adolf Hitlers erziehen. Also wenn das nicht links und weiß ich wie rum ist, also super Ingo, also dolle Erfindung. Und das Gravierendste aus meiner Sicht ist ja, worüber ja nur überhaupt gar nicht gesprochen haben, aber wir hatten ja nur gerade Frauentag. Also nach den ganzen Beglückungen, die wir hier gekriegt haben im Osten mit Massenarbeitslosigkeit, Entmündigung, indem wir keine eigenen Medien haben, auch politische Entmündigung, weil es auch keine ostdeutsche Partei gibt und so weiter. Das Gravierendste aus meiner Sicht ist ja, was ein großer Teil der ostdeutschen Gesellschaft um Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte zurückgeworfen hat, ist ja mit der Übernahme der DDR durch die BRD wurde ja auch dieses aus meiner Sicht völlig mittelalterliche Frauenmodell wieder eingepflanzt. Also die Gleichberechtigung der Frau angeht, da waren wir in 15 Jahren in der DDR schon Jahrhunderte weiter, als das jetzt hier in diesem Land ist. Also nur mal so ein Beispiel. Da gab es in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre wurde das eingeführt, Frauenförderprogramme, Frauensonderstudium. Zu einer Zeit, als im Westen Hausfrauen noch ihre Männer fragen mussten, ob sie überhaupt arbeiten gehen dürfen. Da gab es in der DDR schon Frauensonderstudium, Frauenförderprogramm, Haushaltstag für Frauen und alles sowas. Und wir waren ja auch mit der Gleichstellung, was jetzt in Führungsschichten und so weiter, waren wir da 10-mal weiter, 100-mal weiter als stellenweise die BRD. Und ich erlebe ja so eine Sachen. Frauen, die in der DDR gearbeitet haben, die Gleichberechtigung erfahren haben, es war alles vereinbar. Wenn als Frau, selbst als alleinstehende Frau mit Kind, war es kein Problem, arbeiten zu gehen und auch kein Problem, studieren zu gehen. Alles passé, alles weg, weil wir haben ja jetzt blühende Landschaften und leben viel besser als vorher. Also da braucht man sowas nicht. Und wir haben ja auch Alternativen. Also wir brauchen ja die Gleichberechtigung nicht mehr in der Form, wie im Osten war, weil wir können ja jetzt gendern. Also das ist so die Alternative zum Frauensonderstudium. Sprachstotterei, also ist ja besser als nichts. Also man muss ja nicht mehr gleich bezahlte Leistungen von Mann und Frau haben, wir stottern uns mit der Sprache zurecht. Also das ist doch ein Erfolg.
Immerhin. Also da kann man auch stolz sein, das haben wir auch übernommen. Das ist für mich so ein eigentlich, wie gesagt, mittelalterlich anmutendes Modell. Kinderkirche, Kirche, das hatten wir vorher nicht. Vorher gab es die Gleichberechtigung, jetzt haben wir wieder diese Mittelaltermodell. Da gibt es ja verschiedene Untersuchungen drüber, wird aber nie drüber gesprochen, wie es in der DDR war, sondern man untersucht immer nur das Westmodell und fragt sich, wie konnte und wie sollte und was hätte und so. Man braucht ja bloß mal in der DDR gucken, wie da funktioniert hat. Und wenn man da einen Schritt weiter braucht, nicht das Fahrrad neu erfinden. Weil wenn jetzt so gesagt wird, kriegt die Frau ein Kind und geht arbeiten, ist eine Rabenmutter, will sie auch keine haben und betreut sie zu lange das Kind und will arbeiten, hat sie keine Berufserfahrung, will auch keine haben. Also das ist so das Erfolgsmodell, das westliche Erfolgsmodell, was in der DDR ein bisschen anders funktioniert hat. So, und dann fragt man sich dann unterm Strich, was meckern die denn immer rum im Osten? Also sind von der Arbeit befreit, sind von der Führungsschicht befreit, sind vom Eigentum befreit, sind von der Gleichberechtigung befreit. Ja, was meckern die überhaupt? Das ist doch ein schönes Leben. Also hast keine Verantwortung mehr, hast kein Eigentum mehr, kannst dich auf die Wiese hauen, dein Arbeitslosengeld verprassen und dann, boah, also warum meckern die? Verstehe ich nicht so richtig. Also versteht man im Westen in großen Teilen auch nicht so richtig. Insofern, es gibt viel zu tun. Wart mir es ab, hat man früher gesagt. Mal sehen, was man daraus machen kann. Die nächste Frage ist, zu der ich gerne mal was sagen würde, weil das ist ja die Sache, ist das jetzt aus Selbstlauf passiert? Also weil das natürliche Lauf der Dinge ist, dass das so passiert, dass man eine Gesellschaft übernimmt, einen Staat übernimmt, alles ausplündert. Oder gibt es da andere Ursachen? Das sind ja so die Sachen, die wir noch besprechen wollten eigentlich. Also wie kam es zu so einer Kaperung? Und da muss man sich, glaube ich, drüber Gedanken machen. Das steht in diesen psychedelischen Zeitungsartikeln auch nicht drin, nämlich wie das Wesen der westlichen Gesellschaft, worauf das eigentlich beruht. Also was ist das Geschäftsprinzip, um das mal so in der westlichen Geschäftssprache auszudrücken, was ist das Geschäftsprinzip der westlichen Gesellschaft? Und das kann man eigentlich auch recht kurz und knapp fassen, weil das hat sich seit Jahrtausenden nicht geändert. Das ist eigentlich immer dasselbe. Man verkauft es unter dem Begriff Freiheit, aber was ist mit Freiheit gemeint? Mit Freiheit ist gemeint, aus Sicht der Eliten jetzt wieder betrachtet, also der westlichen Eliten, die Freiheit zu haben, jede Konkurrenz auszuschalten, zusätzliche Märkte erobern, einverleiben, Rohstoffe erobern, einverleiben, Arbeitskräfte billig halten und was ja im Unterstrich im Endeffekt ja immer eine periodische Ausweitung des Territoriums angeht. Das heißt, wenn man so einen Markt hat, also wie jetzt zum Beispiel BRD 1988, 89, der Markt war gesättigt, die Konkurrenz war geklärt, also die Wirtschaft stagnierte so ein bisschen, weil wohin jetzt? Also irgendwie, man braucht ja irgendeine Ausdehnung. Also um Markt erweitern heißt ja auch immer Gewinn erweitern, Umsatz steigern. Also und da kam ja nur dieses Angebot der DDR-Bevölkerung, dieses naiven Teils, sagt, hier, nimm mich, kam da ganz recht, weil diese Gelegenheit muss man schon mal am Schopfe packen. Ja, wie macht man das? Also, oder wie ist es überhaupt möglich, dass Eliten sich in dieser Beziehung durchsetzen können? Das hat nur wieder mit der Bündelung der Macht zu tun und vor allen Dingen mit dem mit der Macht über, also die, wie heißt das, die Meinungshoheit zu haben. Das heißt, ich vergleiche es immer ganz gerne zum Beispiel mit dem Dritten Reich, also mit dem Faschismus. Das ist ja hier, wird ja so ein gängiger Propagandabegriff immer, wird immer so irgendwas von Nationalsozialismus erzählt. Das ist ja so eine Propagandaerfindung der deutschen Faschisten, um das irgendwie ein bisschen netter klingen zu lassen. Obwohl das ja nur mit Sozialismus nichts zu tun hatte und mit nationalen Bestrebungen ja auch überhaupt nicht. Also deswegen behalte ich mal lieber diesen guten alten Begriff Faschismus und nicht das, was hier immer seit den Jahrzehnten den Leuten erzählt wird, was ja auch wieder bloß den Hintergrund hat, sozialistische Beziehungen zur Entwicklung zu diskreditieren, indem man diesen Propagandabegriff verwendet. Also
deutscher Faschismus hieß ja, wenn man unter dem Aspekt betrachtet, den ich gerade gesagt habe, die absolute Gewinnmaximierung, die überhaupt möglich war für die Eliten in Deutschland. Also indem man sagt, man erobert diese neuen Märkte, heißt ja, ich muss in dem Markt nichts kaufen oder andere Produkte kaufen, sondern ich krall mir einfach die Wirtschaft da ein. So, die eigne ich mir an, damit muss ich da keinen Handel mehr treiben, also von jemandem was nehmen, sondern das ist ja dann alles meine. Und ich erobere mir auch noch die Rohstoffquellen. Also ich müsste jetzt, weiß ich, das russische Gas nicht kaufen, was wir ja nicht wollen, damit es uns nicht gut geht. Also muss ja nicht jedem gut gehen, also muss ich auch nicht Gas kaufen. Also das heißt, ich muss es nicht kaufen, das gehört mir, wenn ich die Wehrmacht da hinschicke. Also das ist doch eine Gewinnsteigerung. Also noch besser jetzt ja nicht. Und wenn ich dennoch wie in der Sowjetunion, da die 27 Millionen Toten, die ja nun nicht so die Rolle spielen, weil viel schlimmer sind die 300.000 gefallenen US-Soldaten. Das ist ja ganz, ganz was Tragisches. Die 27 Millionen spielen ja da nicht so die, das kann man ja vergessen, das ist ja relativierbar, dass wenn die in dieses ganze Konzept nicht passen, was jetzt zum Beispiel auch Versorgung angeht, soziale Dienstleistungen und so, also wenn die als Kostenfaktor da sind, ja, dann kann man die ja einfach umbringen. Also dann brauchst du die Sozialausgaben nicht mehr machen. Ne? Also das haben sie denn klasse durchgesetzt da bei ihrem tatsächlichen Vernichtungsfeldzug, was mit dem Krieg in der Ukraine, der auch immer gerne als russischer Vernichtungsfeldzug bezeichnet wird. Ich glaube, das sind ganz andere Kategorien, die da passiert sind. Aber ist immer die Frage, auf welcher Seite man steht. Und fallen also, da spart man sich die Sozialausgaben, indem man da die Bevölkerung ermordet und den Rest, was man noch als Arbeitskräfte hat, die kann man ja für Wasser und Brot beschäftigen und denen nicht viel Geld auszahlen. So, denn wenn die Länder erobert werden, fallen auch noch die Zollschranken weg, hast du wieder Gebühren gespart. Also der deutsche Faschismus war so die höchste Form der Gewinnsteigerung für die deutschen Eliten, für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Industrie, für das deutsche Wirtschaftswesen. Finanzwesen, also noch mehr hinkt nicht. Und damit du das denn durchsetzen kannst, weil das Problem ist doch, stellst dich hin als Staatenlenker, Führer, ja, Führer hieß es ja damals mal, also Staatsführer und sagst der deutschen Bevölkerung, also pass mal auf, mich haben jetzt hier die deutschen Wirtschafts- und Geldeliten eine Macht gebracht, weil die wollen ihre Gewinnsteigerung um 100, 200, 300% irgendwie erhöhen. Und dafür müsst ihr jetzt hier eure Söhne und Töchter und Väter opfern. Die müssen sich denn totschießen lassen in so einem Krieg. Und kann auch sein, dass die eine oder andere Wohnung von euch, weil die Leute sich das nicht unbedingt gefallen lassen, also dass euch da ein paar Bomben auf den Kopf fallen, weil die damit vielleicht nicht einverstanden sind, was wir da machen, ist eine schlechte Begründung. Ja, dass man denen sagt, opfert euch mal für unsere Eliten und ihre Gewinnmaximierung. Also braucht man dafür Propaganda, wo man denen erzählt, also erstmal seid ihr im Recht, weil ihr die besseren Menschen seid und die anderen sind Untermenschen. Also was übrigens, da gab es so ein Interview mit der Alina Lipp, was eine Autorin des ZDF geführt hat und die sagte ja in ihrem Interview auch, na, die Untermenschen im Donbass. Also so diese Gedanken sind ja nach wie vor da, die Welt in Ober-, Unter- und Zwischenmenschen zu teilen. Und wenn man also der Bevölkerung verklickert, die Russen sind böse, haben alle so ein Messer im Maul, überall trieft das Blut und die müssen wir jetzt bekämpfen, nur wegen Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Und dass dabei die Eliten sich da eine goldene Nase verdienen, naja, das ist so ein Nebeneffekt, das ist so wie so ein finanzieller Kollateralschein. Aber es geht ja nur darum, dass man die Freiheit in die Welt bringt und wenn da ein paar Millionen im Weg sind, dann bringt man die eben drum, aber dann herrscht Freiheit. Und, und dafür braucht man eben diese Propaganda. Und das Problem bei der Sache ist ja, wenn man sich jetzt die, um jetzt mal so langsam sich dann wieder dem Thema der gekaperten Revolution anzunähern, man braucht ja um diese Sachen durchzusetzen, ja nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern man muss ja auch alle Macht im Staat sozusagen bündeln. Also, dass die Justiz hinter diesem Plan steht, dass die
Bildung hinter dem Plan steht und so weiter, Politikapparat und so, wie denn im Dritten Reich gelaufen ist, haben wir ja gesehen. Zuerst wurde die KPD verboten, also was die BAD, die war in Übung, hat dann auch gleich die KPD verboten. Also wenn man gerade so dabei ist, dann kann man das ja fortsetzen. Also man hatte ja die dazugehörigen Experten, die hatten das ja alle schon mal durch, die brauchten ja bloß das selber normal machen. Und insofern, diese Bündelung nennt man ja, da kommt ja der Begriff her, Faschismus. Also deswegen, was hat das jetzt mit National- und Sozialismus zu tun? Das war Faschismus, man hat alle gebündelt und neben der Meinungshoheit und der Massensuggestion der Bevölkerung gegenüber gehört natürlich auch der Kampf gegen alles, was irgendwie kritisch und Opposition ist. Also das können wir ja, glaube ich, auch so langsam im freiheitlich-demokratischen Staat. Also Opposition ist ja immer was Böses. Und dass man denn, da kam denn diese Gleichschaltung her. Also Gleichschaltung in der Wirtschaft, Gleichschaltung in der Kultur, Gleichschaltung in der Geschichtsschreibung. Also alles, das wird wir jetzt auch erleben. Und damit das auch alles funktioniert und die Leute mitspielen. Das soweit bis 1945 und dann kam diese Zwei-Staatenteilung. Also auf der einen Seite stand eine westdeutsche Lesart die zweite Diktatur. Aber kam also diese Zweiteilung, wo hier immer geredet wird von der zweiten deutschen Diktatur. Ja, kann man sagen, richtig. Also ich meine, weil die DDR hat ja gesagt, Diktatur des Proletariats. Also insofern stimmt das ja. War eine Diktatur des Proletariats und nicht der westdeutschen Eliten. Und das ist natürlich böse. Also wenn man nicht die Interessen der westdeutschen Eliten bedient, sondern die der Bevölkerung, ist Diktatur, ist ja klar. Also weil das andere ist ja Demokratie. Also wenn die Eliteninteressen bedient werden, ist Demokratie. Und wenn die der Bevölkerung bedient werden, ist Diktatur. Also da sind wir ja gebildet jetzt durch die westlich, wie soll man sagen, bestimmte Geschichtsschreibung. Der Unterschied, der da stattgefunden hat, war der, dass in der BRD sich eigentlich gar nicht geändert hat, weil die Ziele sich ja nicht geändert haben. Also es ging ja immer noch darum, die Eigentumseliten sind die gleichen geblieben und deswegen sind logischerweise auch die Führungskräfte die gleichen geblieben, weil das Ziel ja noch das gleiche war. Also es war ja noch der gleiche Kapitalismus wie im Faschismus. Es ging ja von der Zielausrichtung auch in der BRD nach 1945 wieder nur darum, Konkurrenz ausschalten, Märkte erobern, fremde Rohstoffe aneignen, also es hat sich ja am Inhalt des ganzen gesellschaftlichen Systems ja überhaupt gar nicht geändert. Das Einzige, was gemacht wurde, also das, da gibt es ja jetzt auch so eine Aufkleber, kann man sich ja auch kaufen, also man zieht das Etikett Faschismus ab und klebt das Etikett Demokratie auf, also Blumentopf, also ja, also heißt jetzt Demokratie, drin ist derselbe Müll wie vorher, der braune. Also insofern war es ja zwingend notwendig, dass die ganzen faschistischen Kräfte nach wie vor weitergemacht haben, als Gymnasiallehrer, als Richter, als Staatsanwälte, als Diplomaten, als Wirtschaftslenker, also weil die sollten ja dasselbe Ziel vertreten und deswegen, also immer wenn man so westliche Bekannte fragt und so, also gerade von den Kolonisten, die wir hier bei uns im Osten haben, also da kommen ja immer die Antworten wie aus der Pistole geschossen, wenn man immer sagt, naja, warum habt ihr denn die westdeutschen Eliten da nicht abgeschafft, die faschistischen Eliten nicht abgeschafft, kommt ja immer genau dieselbe Begründung, ja, das waren ja Experten und man braucht ja Experten. Und da muss man ja mal gucken, was für Experten haben wir denn da? Also worin waren die denn Experten, die ganzen Wehrmachts- und SS-Offiziere, die die Bundeswehrmacht aufgebaut haben und die Bundesluftwaffe, die jetzt immer noch irgendwie Angriffsplanungen gegen Russland macht? Also das ist ja alles dasselbe. Also die haben wahrscheinlich die alten Pläne wieder rausgeholt, die sie da von ihren Kollegen, die das aufgebaut haben, da braucht man ja bloß in der Schublade greifen. Also insofern wie gesagt, den Bogen da ein bisschen zu kriegen zu der
zu der gekaperten Revolution muss man noch ein bisschen was zu diesem BRD-DDR-Verhältnis sagen. Im Prinzip gab es ja auf verschiedenen Ebenen, man kann es eigentlich sagen, wie einen permanenten Kriegszustand zwischen BRD und DDR. Also auf wirtschaftlicher Ebene, auf ideologischer Ebene, eigentlich auf allen Ebenen. Das heißt, in 15 Jahren war es noch ganz extrem. Da wurden ja Sabotagetrupps in die DDR geschickt, mal hier eine Schiene sprengen, da mal ein Kraftwerk lahmlegen, hier mal einen Sabotageakt machen. Das sind ja aus meiner Sicht, also ich habe was von 500 gehört, andere Quellen sprechen von 1000. Ja, über 1000, also es gibt verschiedene Quellen, dass verschiedene über in den 15 Jahren, bevor denn die Grenze endlich zugemacht wurde, über 1000 Saboteure und Agenten in der DDR vor Gericht gestellt wurden, die Sabotageakte aus vom Westen aus organisiert in der DDR betrieben haben, weil die westdeutsche Elite, ich rede immer, wie gesagt, von der Elite, nicht von der Bevölkerung, die Elite ja so stinkig war, dass man ihr Eigentum im Osten weggenommen hat. Also das fand die Jani witzig und deswegen musste ja da ein Krieg geführt werden. Dazu gehörte zum Beispiel auch, was sich finanziell, wirtschaftlich enorm ausgewirkt hat, im positiven Sinne für die BRD, dieser permanente Abwerbung von gut qualifizierten Fachkräften aus der DDR. Die hat man ja schon im Studium rekrutiert. Die Grenze war noch offen, gleich Studienabschluss. Ab dem Westen spart sich der westdeutsche Staat die Bildungskosten. Also du musst die ja nicht irgendwo investieren in Bildung, wenn du die für umsonst aus der DDR kriegen kannst. Also ein super Geschäft. Denn der Schmuggel lief auch ganz gut, also Qualitätsprodukte aus der DDR mal über die Grenze schmuggeln, hatte man nicht, auch nicht unbedingt was dagegen. Und damit die DDR nicht zu selbstständig und zu offenmüpfig wird, gab es dann noch so nette Sachen wie die Hallstein-Doktrin. Ne? Also das, was man jetzt China vorwirft, dass China sagt, ein Staatenpolitik, Taiwan gehört zu uns, hatte BRD die ganze Zeit gemacht mit der Hallstein-Doktrin. Hat gesagt, DDR existiert ja nicht, ist unser Land. Und wenn sich irgendwer in der Welt wagt, mit der DDR Verträge abzuschließen, dann machen wir Sanktionen, weil das ist ja unser Land. Die müssen ja nicht mit denen. Also Hallstein-Doktrin ist anderes als die ein Staatenpolitik Chinas, nur dass das viel übler betrieben wurde, als das China macht mit Taiwan. Also China kann, also ich glaube, China verhindert nicht, dass irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen Taiwan abschließt. Also was die BRD aber versucht hat, der DDR zu verhindern, dass die Wirtschaftsabschlüsse machen. Und das heißt, da kamen dann noch solche Sachen dazu. Damals hieß das nicht Sanktionen, damals hieß das Embargos. Also Embargos gegen die DDR hing über die ganzen Jahrzehnte, das darf nicht hingeliefert werden, das darf nicht hingeliefert werden, das darf nicht hingeliefert werden, damit sich das auch nicht zu doll entwickelt, da die Wirtschaft, die man sowieso übernehmen will irgendwann, also das gehört da alles mit dazu. Und denn eben die Medienbeeinflussung war ja die ganze Zeit, hier die freien Radios, so wie RIAS, so eine CIA-steuerten Typen, die da die versucht haben, der Bevölkerung in der DDR völlig Mischugge zu machen. Und dann kamen noch solche Sachen dazu, diese Handelsknebelbeziehungen. Also das kenne ich auch aus meinem familiären Umfeld und Vorgeschichte. Also das, worüber sich ja westdeutsche Konsumjünger ja auch nicht so die Gedanken gemacht haben, dass sie dann ihre Kühlschränke und ihre Anzüge, Klamotten, Kleider, Stoffe, die sie da bei Quelle und Otto und sonst wo gekauft haben, dass das großteils ja aus der DDR war. Und das für Spottpreise. Also da hätte jeder Vertrag, wenn das innerhalb des Westens abgeschlossen worden wäre, die hätte man verklagen können wegen Sittenwidrigkeit. Also wie man Qualitätsstoffe für, weiß ich nicht, 10 Fenje, der, also Westfenje da gekauft hat, obwohl die mehrere Mark wert waren. Also das war ja auch durch diese Knebelverträge, weil man durch Embargo angewiesen war, irgendwie an Westjet zu kommen, um Sachen auf dem westlichen Markt zu kaufen, hatte denn der westdeutsche Mittelstand sozusagen die Sache in der Hand, denn so eine Knebelverträge zu machen zum Schaden der ostdeutschen Wirtschaft,
weil man ja am längeren Hebel saß. Also da gibt es so ein interessantes Buch, das habe ich hier auch mal mitgebracht. Das heißt, wer das mal gucken will, die Schulden des Westens. Also da ist das alles aufgerechnet, also wenn man das jetzt in Geld umrechnet, was die BRD-Eliten mit ihrem Kampf gegen die DDR an Schaden im Osten angerichtet haben, von 45 bis heute, also diese ganzen Summen zusammenzählt, ja, diese Benachteiligung der ostdeutschen Wirtschaft, die Sabotageakte, das Werben, Abwerben von Finanzkräften, das Einverleiben der ostdeutschen Banken für ein Appel und ein Ei, diese Gewinn machen durch Einverleibung von ostdeutschen Immobilien, also was die Veruntreuungsanstalt angerichtet hat. Wenn man das alles zusammenrechnet, welche Verdienste die westlichen Eliten durch diese Plünderung und den Krieg gegen die DDR an Schaden verursacht haben für den Osten, das ist im Billionenbereich. Also wenn man das von der Sache betrachtet, ist die westdeutsche Elite vollkommen verschuldet gegenüber dem Osten, wird sie nicht so offen zugeben wollen. Also ich glaube, das ist nicht so unbedingt das Thema, was sie so gerne thematisieren wollen. So, noch zum Wesen der DDR, das heißt, da ging es hauptsächlich nicht um Eliten zu bedienen, sondern um eine Egalisierung der Gesellschaft. Das ist ja weitgehend auch gelungen, also da kann man ja zustehen, wie man will. Der eine findet gut, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden und findet geil und möchte so eine Gesellschaft gerne behalten. Manche möchten es nicht. Insofern war man da in der Egalisierung der Gesellschaft sehr weit fortgeschritten. Das heißt also die maximale Reduzierung von Arm und Reich im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier haben, die maximale Auseinanderdriften von Arm und Reich, was ja scheinbar sehr viele unheimlich gut finden. Und damit verbunden die Vergesellschaftung der Wirtschaft in der DDR, um eben diese sozialen Aufgaben zu erfüllen. Und also eben wie kostenlose Bildung und Gesundheitswesen, was wir ja auch nicht mehr haben. Und sozialen Wohnungsbau, also so eine Sachen zum Beispiel, Gesellschaftsbau, soziale, gesundheitliche Absicherung. Wir hatten eine Bürgerkrankenkasse, jetzt haben wir, oder auch die staatliche Versicherung der DDR. Jetzt haben wir Versicherungen, die immer froh sind, wenn sie nicht bezahlen müssen. Die kassieren lieber, als sie bezahlen. Das war in der DDR auch ein bisschen andersrum. Antifaschistische Innen- und Außenpolitik. Ich glaube, wenn man sowas fragen würde, die wissen ja nicht, was das ist, wa? Also, kennen die nicht mehr. Also, sowas gab es zumindest in der DDR. Das nannte sich Friedenspolitik, also auf Augenhöhe mit anderen Staaten. Das ist nicht unbedingt bärbockisch. Also, ja, ist halt ein bisschen verloren gegangen, so im Laufe der Zeit. Und in diesem, wenn man das also unter dem Aspekt betrachtet, und dazu gehört ja auch die hohen Bildungschancen, vor allem für Unterprivilegierte. Also das heißt, das Bildungswesen hat ja auch so funktioniert in der DDR, dass der studiert hat, nicht nur sein Stipendium bekommen hat, sondern der hatte auch einen garantierten Arbeitsplatz. Also das, was ich bei meinen Studenten erlebt hatte, ich hatte ja hauptsächlich so Kulturstudium, also Kultur- und Medienpädagogen, alles soweit. Also da haben vielleicht, wenn es hochkam, 10% eine Arbeit gefunden danach. Also die haben ja sonst was machen müssen, um irgendwie arbeiten zu gehen. So was gab es ja in der DDR auch nicht. Du hast deinen Studienplatz gehabt und danach sofort den Arbeitsplatz. Das war garantiert. Also indem man eben auch Betriebsdelegierungen gemacht hat. Also man delegiert jemanden, den hätte man gerne als Forschungsingenieur oder sonst wie, dann schickt man ihn zum Studium, dann kommt er zurück und hat wieder seinen Arbeitsplatz, bessere Bezahlung, besseren Job. Ja, jetzt haben wir die Freiheit und braucht man sowas alles nicht mehr. Insofern ist da die maximale Bereicherung in der Macht- und Eigentumselite abgeschafft gewesen, also ganz was böse. Deswegen musste die DDR absolut vernichtet werden. Und du willst auf die Pause hin, also ich versuche nochmal den Punkt, der für mich dann auch sehr wichtig oder im Prinzip auch für alle eigentlich sehr wichtig sein sollte. Ihr könnt euch ja bestimmt noch an diese hier mit den Augenbrauen da, so dieser komische westdeutsche Finanzminister und andere Leute, die gesagt haben, ja, wir konnten ja nicht, wir wussten ja nicht und wir hatten ja nicht und sowas gab es ja noch nie und wie sollten wir das denn machen da mit der DDR und so. Also
entweder 1,5 Meter Lügennase oder Münchhausen, keine Ahnung. Jedenfalls nur, um das auch mal so in die Runde zu werfen, das gehört auch nicht so unbedingt zu dem gewollten Allgemeinwissen hier in diesem gesamten Neugroßdeutschland, dass das ja vorbereitet wurde, und zwar seit 1952. Da gibt es auch ein schönes Buch, kann ich auch nur empfehlen, Anschließen, Angleichen, Abwickeln, da ist das alles beschrieben. Und zwar wurde im Jahr 1952 die Forschungsstelle, also in der BRD, nicht in der DDR, die Forschungsstelle für Fragen der Wiedervereinigung beim Bundesministerium für innerdeutsche Angelegenheiten gegründet, 1952. Und die hatte die Aufgabe, detaillierte Planungen zur Übernahme der DDR zu entwickeln. 1952. 52. Und weil wir ja immer von den Experten reden, ne, so die westdeutschen Experten, die so Experten für ihr Expertenwissen und ihr Expertenberuf sind, also der Experte, der diesen Forschungsbeirat leitete, war ein gewisser Herr Ernst, Reichskommissar für Finanzen. Ach nee, war er nicht mehr. Also war gerade vorbei, also war nicht mehr Reichskommissar für Finanzen und brauchte nur dringend einen neuen Job. Und der hatte so riesen Erfahrungen als super Experte, wie man eroberte Gebiete plündert. Also so Generalplan Ost, sowas in der Art. Ja? Also Wehrmacht rückt vor, Waffen-SS ganz vorne dran, wir erobern ein anderes Land. So, und dann muss man es ja irgendwie plündern. Also wie verleibt man sich die Wirtschaft ein? Wie verleibt man sich das Finanzwesen ein? Wie wirft man das so den deutschen Eliten in Rachen, damit doch die größten Gewinne bei rauskommen? Also darin war der Experte. Also die bräuchte man dringend in der BRD, also so ein richtiger Experte von alten faschistischen Stroh und Korn, wie auch immer. Jedenfalls wurde der Chef von dieser Kommission und seine Aufgabe war, einen Plan zu entwickeln, wie den neuen Generalplan Ost für den Tag X, wie plündern wir die DDR aus, wenn der Tag X gekommen ist. Das wurde entwickelt. Da gab es auch sehr schnell gute Ergebnisse, weil der war ja noch in Übung, war noch so im Saft und Kraft, also der wusste noch, wie es geht. Und da dauerte das denn nicht allzu lange, lagen diese Ergebnisse vor. Und also so um 1960 rum waren also so absolut detaillierte Pläne schon vorhanden, wie das alles ganz genau ablaufen soll. Interessanter Zungenschlag ist dabei auch, wie das organisiert werden sollte. Auch das war alles geplant, also stand schon fest, wie soll das ablaufen. Und da war in den Plenum von diesem Reichskommissar, war davon die Rede, dass man, um das zu organisieren und umzusetzen, eine obere Behörde braucht. Also dem fehlte der Begriff noch. Also es wurde später mit Veruntreuungsanstalt ersetzt. Also damals hieß es noch obere Behörde und dann hatte man ja dann die Veruntreuungsanstalt und dann konnte man das gut alles organisieren. Dann gab es mal so einen kleinen Dämpfer in dieser Entwicklung. Und zwar kam da irgend so ein komischer Typ dazwischen, der eigentlich nicht zu der faschistischen Elite gehörte. Wie hieß der? Willy Brandt, ja. Also der kam dann so auf so eine Einfälle, dass man vielleicht nicht unbedingt das ganze Leben darauf ausrichten sollte, wieder gen Osten zu ziehen und alle zu plündern, was einem unter der Hände kommt, sondern man könnte ja auch so was wie Entspannungspolitik machen und vielleicht sich so irgendwie auf Augenhöhe, also unbärböckisch so auf Augenhöhe irgendwie begegnen. Und da haben sie das so ein bisschen, also nicht vernichtet, also, sondern in eine Schublade, ne? So ein bisschen in eine Schublade. Also war nicht mehr so ganz aktuell, Tag X plündern der DDR, war man ein bisschen so auf Ruhemodus geschaltet. Aber da kam ja zum Glück, wie ist der Typ, die Birne? Kohl. Kohl, genannt Birne. Und holte das alles wieder aus dem Schubladen. Und dachte, Mensch, nee, unsere Wirtschaft stagniert, wir müssen jetzt wirklich mal wieder an Explosion, Lebensraum im Osten, wir haben ja noch die DDR. Die kann man ja irgendwie noch plündern. Das müssen wir mal wieder aufs Trapez heben. Dann wurde dieser Beirat wieder neu gegründet, hatte so ein bisschen anders klingenden Namen. Und diesmal nicht mehr der Reichskommissar, weil der war dann entweder schon tot oder in Rente. Oder also ein paar Nazis haben es ja bis in die 90er Jahre geschafft, Führungspositionen in der BRD. Aber da musste er auch fit sein. Also der war wahrscheinlich nicht mehr fit.
Und dann hat es ein gewisser Horst Köhler übernommen. Also der war dann der Chef dieser Kommission und der brachte das alles wieder so auf den neuesten aktuellen Stand. Also wie man denn den Tag X da umsetzt und die Plünderung der DDR vollumfänglich angeht und preußisch durchorganisiert, dass das auch alles funktioniert. Und der, nachdem der das alles so schön aktualisiert hat, geht doch der dusselige DDR-Bürger auf der Straße und macht Revolution. Also so nach dem Motto, Timing ist gut, Köhler ist gerade fertig mit der Planung, dann kommt der DDR-Bürger und sagt, mach mal. Also hat gut geklappt, also musste nicht in Schweiß ausbrechen, also war gerade mit dem Plan fertig, musste keine Überstunden machen, kommt der DDR-Bürger, macht seine friedliche Revolution, Tag X kann kommen und dann lief alles streng nach Plan. Also wie das der Reichskommissar schon geplant hatte. Also der ostdeutsche Bürger wird beregnet mit Propaganda und Rias und wissen, ihr habt es noch so lange, wa? Rias, ihr habt es korrekt noch so. Und allem Möglichen. Und die Birne erzählt was von blühenden Landschaften und der Handwerker, der sowieso schon immer schwarz gearbeitet hat in der DDR für Westgeld, der sagt, geil, ich will jetzt nur noch Westkohle. Und dann müssen wir ja nur noch CDU wählen, Birne an die Macht und dann kann Tag X kommen und alles kann nach Plan geplündert werden. Hat also super alles funktioniert. Der Ossi hat fein mitgespielt und die Frage ist eigentlich, was hat es denn nur dem Westen gebracht? Also dem Bürger wird erzählt, dem westdeutschen Bürger, alles scheiße, ihr müsst jetzt den... Die Schrottrepublik da und euer Soli und überhaupt, und weil die Ossis nicht auf die Reihe gebracht haben, für die Eliten sah das ganz anders aus. Die haben die ostdeutsche Konkurrenz liquidiert, haben die Restwirtschaft übernommen, den gesamten ostdeutschen Markt beherrschen, das hatte ich ja schon gesagt. Ostdeutsche Banken übernommen für ein Appel und ein Ei, an denen sie sich heute noch dumm und dämlich verdienen. Übernahme ostdeutschen Versicherungswesens, also was die Allianz für ein Milliardengeschäft gemacht hat mit der Übernahme der ostdeutschen Versicherung, muss, also will sie nicht dem Bürger erzählen, sonst kommt der nur auf die Idee, sie müssen was abgeben. Also so nun nicht. Also abgeben nicht, nee, also das Gewinn muss man schon selber machen. Das heißt also Gewinnmaximierung durch territoriale Ausdehnung, das ist dann wieder dasselbe, hast du die DDR übernommen, musst du keinen Zoll bezahlen, muss da nichts aufkaufen, weil die gehört ja, und die ostdeutschen billigen Arbeitskräfte. Also das hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass nach über 30 Jahren dieser, was die hier immer die Eliten als Vereinigung bezeichnen, diese feindliche Übernahme mit sittenwidrigen Verträgen, dass der Ostdeutsche ja nach wie vor immer noch schlechter verdient als im Westen, weil der soll ja die billige Arbeitskraft sein. Also weil früher die Zwangsarbeiter waren, ist der ostdeutsche Arbeiter, der soll ja wenig verdienen. Also, und der wird noch in 40 Jahren noch weniger verdienen, weil solange sich dieses System nicht ändert, wird er immer weniger verdienen als der Westdeutsche. Weil es ist ja seine Aufgabe, keine Führungsposition übernehmen, kein Eigentum haben und wenig Geld verdienen. Also das ist sein Job und Maul halten. Maul halten, nicht vergessen. Maul halten. Und insofern, wenn man diese Zahlen mal wirklich betrachten will, wenn Leute in der westdeutschen Bevölkerung der Meinung sind, ja, und jetzt müssen wir das alles finanzieren und das ist ja alles so schrecklich, dann muss man, glaube ich, die Wirtschaftszahlen mal betrachten. Und zwar, wie hat sich die westdeutsche Wirtschaft nach 1990 entwickelt und wie hat sich die ostdeutsche Wirtschaft nach 1990 entwickelt. Also wenn man sich das mal genauer anguckt, das gab ja einen riesen Entwicklungsschub in der westdeutschen Wirtschaft, weil die hat ja massiv profitiert von der Übernahme der DDR. Den Abschwank gab es im Osten, aber nicht im Westen. Und insofern muss man ja auch beachten, denke ich, bei dieser ganzen Diskussion auch aus der westdeutschen Perspektive, die Massenarbeitslosigkeit, die Wirtschaftsvernichtung, alles das, was im Osten passiert ist, hat doch westdeutsche Arbeitsplätze gesichert. Also die Arbeitslosigkeit gab es im Osten und nicht im Westen. Die westdeutsche Wirtschaft, also auch der, was hier immer, früher hieß das werktätige Bevölkerung bei uns oder Arbeiter, jetzt hat es ja diesen komischen Namen, ja, wir müssen uns ja auch immer an diese Westbegriffe gewöhnen, der Arbeitnehmer, Arbeitgeber, also damit das nicht so, ne, also der Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das klingt so,
Das ist so gleich alles. Ne? Der eine kauft sich lauter Monets und Picassos und ist ungefähr dasselbe wie der, der nicht über einen Monat kommt. Also ist so irgendwie Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Also ist irgendwie so dasselbe. Also die Arbeitgeber, um das mal in westlich zu sagen, die haben ja massiv davon profitiert. Und was sie an Schaden hinterlassen haben, das haben sie dem gesamtdeutschen Steuerzahler übergeholfen, dem Westdeutschen und dem Ostdeutschen, weil sie bis heute nicht bereit sind, da auch nur einen Pfennig von dem abzuheben, was sie da verdient haben. Insofern ist das Ergebnis der friedlichen Revolution absolut erfolgreich verlaufen für die westdeutschen Eliten. Und damit ist das die gute Nachricht vor der Pause, oder? Danke. Ja. Thank you.